Das geht gerade gar nicht. Ich kann die nicht daran setzen. Da musst du auch dann tatsächlich. Dann müssten wir, wenn die Foundation fertig ist, also wenn die Foundation fertig ist und die Wand weg, wir dort, dann müssten wir hier vielleicht nochmal eine Foundation dann ransetzen, damit das so ein bisschen, oder? Weil dann ist das halt. Ja, das ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Gibt's die nicht noch? Warte mal, die gibt's noch in kleiner. Warte mal. Dann nehmen wir doch lieber die hier dann, oder? Die ist kleiner. Dann ist das nicht so. Meinst du, wollen wir mal testen? Müssen wir die kurz fertig bauen. Was fehlt eigentlich jetzt noch gerade? Was Großes. Stamm und Stock, okay. Wenn das geht, wäre es natürlich cooler. Das wäre dann von der Höhe, von den Höhenunterschied halt ein bisschen angenehmer, ne? Ja, ja, natürlich. Aber trotzdem fehlt es dann halt so am gleichen System halt ein halbes. Ja, ja, ja. Also das ist eine schöne Idee so. So ein halbes Foundation hochkommt. Ja, so, jetzt gucken. Ne, aber da. Ah, okay. Da geht's nicht. Ja, okay. Hey, dann machen wir das so, oder? Dann müssen wir vielleicht hier vorne noch eine Foundation dann ransetzen, nur. Ich mach das mal hier kaputt. Dass wir das wieder wegkriegen. Okay. Ja, aber. Wie wollen wir dann, also, wie wollen wir das dann machen mit. Oh, die Rampe können wir auch machen. Wir können auch hier vorne, hier, wo die Fahne ist. Das erste Gebäude, was wir hier hinsetzen, als Garage machen und dann hier quasi die Rampen, drei Stück, und dann können wir hier reinfahren. Geht auch. Oder? Könnte man auch machen. Ja, ich denke mir gerade, dann verbauen wir uns jetzt gut sehr unsere schöne Aussicht mit unserem. Wieso? Wenn wir hier nach hinten gehen und dann hier daneben unsere Häuser haben, verbauen wir uns da die Aussicht? Ja, keine Ahnung. Wir können nur auf die andere Seite dann, also am Hang, die Garage machen und hier dann unsere Häuser. Dann verbauen wir uns nichts. Ja, das will ich schon fast sehr fühlen. Also, dass man es irgendwie so versucht, die Chat so reinzubauen, dass es in den Hang reingeht, ist sozusagen mehr oder weniger Abschluss. Aber dann, da hinten müssten wir aber definitiv ein Stück höher gehen mit den Foundations. Ja, das ist ja nicht das Problem. Eigentlich. Denke ich mal. Das mal ausprobieren. Ja, weiß gerade nicht so richtig, wie ich weiter soll. Bin da eher unsicher gerade. Weil der Hügel dahinter halt ist. Ich hau mir erstmal ins Wasser. Du meinst jetzt hier mit der Foundation, meinst du, bist du unsicher, oder? Also mit dem halben hoch. Nee, nicht mal das. Wenn wir das jetzt hier weiterführen, wie wir das halt dann mit den Häusern machen, so. Wegen Garage und vielleicht, das wäre auch eine coole Idee. Oder halt, dann hast du aber wieder, nee, das geht nicht. Wo man, wie man das halt mit dem Gemeinschaftshaus machen könnte, wie man das mit der Garage machen könnte. Da bin ich gerade am überlegen, weil ich da gerade echt keinen Plan habe, so richtig. Da bin ich ein bisschen eher auf euren angewiesen, wie ihr das denkt, wie wir das machen sollen, weil ich habe da echt gerade keinen richtigen Plan, leider. Miro? Ja? Wir hatten gerade so Gedanken wegen Gemeinschaftshaus und wegen Garage und so. Hier zum Beispiel die Garage hin, dann hier so Rampen, dass du reinfahren kannst, oder nimmst das uns die Aussicht, machen wir die lieber da hinten oder separat oder ja. Gemeinschaftshaus, wie wo? Wie weit können wir denn eigentlich bauen hier? Recht weit, warte mal. An sich eigentlich ganz gut. Also wir können schon eine Ecke bauen. Ja, na gut. Wenn man so eine zweite Etage, ja, das Ding ist, hier halt das hier, also das mit der zweiten Etage dort, das können wir bei der Garage halt nicht machen, weil dann die Rampen nicht passen, die Lampen sind ja länger. Achso, ja. Die Rampen sind doch eigentlich. Die Rampen sind zwei lang, oder?
Bin mir gerade nicht sicher, wie lang die sind. Wir müssen eigentlich. Wir müssen einfach das eine Fundament fertig machen, dann können wir das sehen. Warte mal, geht das jetzt so? Achso, okay. Ja, das reicht nämlich, nee. Achso, ach. Ja, okay, aber. Ich weiß nicht, ob dann, ob man dort nochmal eine Rampe ransetzen könnte. Das weiß ich halt nicht. Deswegen, das ist nämlich das Problem. Was ich, wo ich dachte, dass wir das dann wahrscheinlich nicht in der, in der Etage machen können mit der Garage. Mhm. Aber ja, mit der Garage, ja, okay. Aber ich meine jetzt. Das geht, okay. Okay, das geht für die Häuser, finde ich aber auch. Das ist okay. Das geht voll, also für die Häuser geht das voll. Ja, voll, ja, für die Häuser ist das echt voll okay. Ja, wenn Sturm und Spring kommt, dann sind wir hier safe. Ja, das ist eine gute Idee, ja, das ist nice, ja. Ja, ja, das ist wirklich gut. Nee, dann könnte. Gefährlich, ja. Ich meine, wir können das ja jedes Haus so zwei breit und drei oder vier lang nach hinten. Dann wäre das hier noch, das könnte noch eins sein mit einer Lücke dazwischen. Weiß nicht, wie ihr das denkt mit der Größe. Ja. Dass jeder halt auch seinen Stuff aufsammeln kann und hinstellen kann und alles. Ich meine, aber die Idee, die du hattest ja mit der Gemeinschaftsküche, die ist auch okay. Dann koche ich nicht für mich, für euch dann so in den Raum, sondern kochen wir in der Gemeinschaftsküche. Ist auch kein Problem. Finde ich auch nicht schlecht. Bin da nur gerade ein bisschen, was denkt ihr? Letztendlich, wie fangen wir an? Irgendwo mit ranbauen können. Ich sag, irgendwer muss einfach anfangen und einen Grundriss für das erste Haus angeben. So in Richtung. Okay, dann machen wir das jetzt hier das erste einfach und dann könnt ihr euch links und rechts da ranbauen irgendwie. Okay? Ja. Okay? Gut. Ja. Dann fange ich einfach mal an. Also, wenn wir da ein bisschen Luft zwischen haben. Ja, ich würde. So im zweiten oder dritten Stock eine Brücke überbauen, weißt du? Ja, können wir auch machen. Aber ich würde das schon so machen, dass man vielleicht erstmal so eine Lücke immer dazwischen hat hier. Ja, okay, außer jemand möchte jetzt nicht irgendwie so hochbauen, dass er sagt, er bleibt auf der Ebene hier unten. Also er bleibt halt auf der Ebene hier, wo die ersten Foundations sind, dass man dann dem anderen nicht die Aussicht nimmt vielleicht. Das ging ja auch noch so. Naja. Ja, mal gucken. Ich würde vielleicht sagen, also zwei breit maximal. Ja, ja. Ich würde jetzt gucken, dass vielleicht so zwei breit nur, weil es ist halt nicht viel Platz hier. Für das Prinzip, was wir bauen wollen. Und vielleicht so drei, vier lang oder so. Man kann ja hier noch erweitern, da links ja auch. Ja, können wir. Ja, wir müssen halt gucken, wenn wir halt nebeneinander so bauen wollen, wegen also Platzzweck. Jetzt komm ich noch mit einer Idee. Okay, ja. Du bist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du da voll bei bist. Erzähl. Wir machen das nicht so, du machst jetzt da dein Haus und dann gehen wir hier damit weiter und machen hier einen Knick. Wir gehen noch zwei Foundations weiter und dann machen wir einen Knick, dass wir den Winkel haben. Dann ist aber jemand mitten auf dem Strand. Das müsste man dann weiter. Ich denke mal, die haben jetzt noch irgendwie zwei Foundations hier ranschmeißen sowieso und dann kann man hier so noch übergehen. Dass zwischen den Häusern richtig Luft ist und da und dann auch in die Richtung dort und da drüben jemand anders oder wie? Also, wäre so eine Idee. Also, dann ist das so geradlinig, weißt du? Dann ist das Ja, naja, du kannst. Auf der Seite, man kann es ja auf der anderen Seite machen. Ich meine, wenn wir noch ein bisschen Luft. Wenn wir ein bisschen Luft zwischen den Häusern haben wollen, dann kannst du ja auch an der Spitze des Weges dein Haus so dann irgendwie anfangen zu bauen. Das so ein bisschen eckig bauen, das geht ja auch. Ja, müssen wir mal. Schwierig. Naja, mach einfach mal und dann gucken wir mal, wenn ein Haus steht, dann kann man da mal ein bisschen am rumspielen. Ich werde wahrscheinlich einfach da in die Waldhütte, die wir da gerade hinzimmern, in unser Lager erstmal. Ja. Da einfach mal ein Doppelbett reinschmeißen oder ja, so. Ja, da kannst du ruhig ein paar Betten reinschmeißen, da können wir hier erstmal pennen und so. Ja, ja. Dann penne ich da auch dann mit drin gleich. Ja, dann gucke ich erstmal hier so ein bisschen und schaue, dass ich das erste Haus so ein bisschen hinzimmer. Ich könnte das erste Haus auch hier ran, also nicht längs nach hinten, sondern längs zum Weg. Wäre auch cool, dann hat man die Aussicht trotzdem, dann ist egal, wer an der Seite ranbaut, du hast trotzdem Aussicht. Wäre auch okay. Hm. 3x3 oder so, maximal zwei Etagen vielleicht.
Dass man es halt nie übertreibt wieder. Keine Ahnung. Das ist schwierig, schwierig. Ja, man muss einfach irgendwo mit anfangen. Ja. Also ich finde es immer einfacher, irgendwas gebaut zu haben und dann was bauen und dann kommen die Ideen eigentlich. Ja. Gut, dann gucke ich erstmal, dass ich das erste so ein bisschen hinzimmer und dann könnt ihr mal gucken, wie, was ihr für Ideen sprudelt bei euch so ein bisschen. Ich wollte eh nicht so groß bauen. Ist okay, ist gut. Ja, dann müssen wir halt noch gucken wegen Gemeinschaftshaus oder Gemeinschaftslager, je nachdem. Was wir wirklich absichern, wenn wir da Muni und alles drinne lagern wollen. Ja. Und Garage halt für alle Autos dann im Endeffekt. Also drei wären es ja mindestens wahrscheinlich. Wenn nicht vierer halt, mit Igor. Oder noch ein Fünfwagen, man weiß ja nicht. Und vielleicht Motorräder. Motorräder. Also wir brauchen eine Werkstatt. Ja, eventuell auch noch. Dann muss ich noch irgendeine Landebahn bauen. Landebahn ist auch... Landebahn wird hier schwierig. Also wir erweitern in die Richtung dort, mit der Fahne. Dann kannst du dort den ganzen Wald roden und dann eine fette Landebahn hinbauen. Ja, genau. Und dann da tragen wir das Land dabei. kurze Frage. Der Baum hier, der am Strand steht, der ganz große, den lassen wir, oder? Der ist schön, oder? Den würde ich lassen. Mit den paar Büschen davor, das sieht irgendwie schön aus. Ja. Okay. Der Rest kann brennen. Also nicht wörtlich nehmen, nicht brennen. Also... You know what I mean? Nicht brennen, bitte. Okay, dann zimmer ich das mal zusammen und mal gucken. Ja. Aber ich brauch doch meinen Rucksack, ey. Ich kann hier nichts mitnehmen, das ist so dumm. Jetzt wird's ja dunkel, oder? Wird's jetzt Nacht? Ja. Och nein, ich wollte noch schwimmen gehen. Kacke. Oh, wieso kotzt du? Ja, Stefan. Das kannst du bitte das Sand drüber machen und alles? Also kannst du es bitte wegmachen? Oh, ich kann nicht hingucken. Ja, mach ich. Oh, Gott, ey. So, ist bestimmt Sand drüber. Okay. Warum hast du gekotzt? Willst du was? Jetzt ist dein Magen leer. Willst du Fleisch? Ich hab Fleisch gebraten. Ja, ich hab noch was. Ich hatte vorhin nur beim Fischkorn immer den Fehler gemacht, was dir auch passiert ist. Und das schon ein bisschen länger. Okay. Okay. Ich hab gleich einen großen Bissen genommen und dann... Ach, Kacke. Wo ist meine Axt? Warte. Ich muss gucken, wo habe ich denn jetzt... Jo. Okay, dann zimmer ich da einfach mal irgendwie mein Haus hin. Okay. Dann gucke ich, wie ich das machen würde. Dann zimmer ich das alles hier hinten und dann gucken wir mal. Von vorne können wir auch noch Stücke und alles holen. Ach man, jetzt wird's dunkel, ich wollte schwimmen gehen. Ach Kacke. Dankeschön. Stefan? Ja? Komm mal kurz. Man könnte es so machen, das hier ist jetzt ein Hochweg, so ein Weg zwischen den Häusern, dann links und rechts von dem Weg, der in die Richtung geht, könnte man auch machen. Wäre auch noch eine Idee. Dann könnte man an diesen, dann mache ich hier als Weg ein kleines Stück weiter und dann kann man hier so links und rechts kann man
Und den können wir weiterführen, bis er halt gerade irgendwo da hinten anmündet. Und dann können wir ja auch noch. Ha, weiß nicht. Ha, Ideen, keine Ahnung. Ha, ich bin am Überlegen, es sind wieder Möglichkeiten. Ich bin noch unentschlossen. Hm? Dein Fisch, willst du Fleisch, willst du irgendwas anderes zu essen haben? Ich hab noch was im Auto, glaube ich. Okay. Noch mehr Fisch? Nö. Nein, jetzt regnet's auch noch. Ach, kacke. Toll. Also, wir haben auch die Hütte drüben, los ist ja. Ja, ja. Aber ich bin ja vorbereitet. Zack, so. Nice. Ich nicht. Ich habe meine Jacke auch noch drin, aber naja. Hier hochkommen. So, da ist hier die Tür. Ich würde mein Haus ehrlich gesagt gerne wieder so ein bisschen so aufbauen wie das letzte. So, Stöcke rein. Okay, Stöcke drin. Stöcke drin. War hier nicht nur irgendwo... Nee. Hatte ich hier keine mehr? Okay, ich dachte, wie habe ich jetzt den Baumstamm bitte angehoben? Ich muss bestimmt gleich bald wieder neue Seile machen. Wo habe ich das jetzt gefällt? Hier. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe da eine interessante Idee. Ja, ich habe, glaube ich, da eine schöne Idee. Das könnte vielleicht wieder ein bisschen groß wirken. Obwohl, nee, so groß wirkt es gar nicht, wenn ich jetzt so dran denke. Geht eigentlich voll klar. Ah, okay, ich glaube, ich habe da eine schöne Idee, wie ich es bauen könnte. Die Baumkronen kann ich auch noch benutzen. Darf ich nicht vergessen. Okay, die graden da gerade im großen Stil ab.
Jetzt ziehen wir heute das Haus mal schnell hoch, würde ich sagen. Also schnell ist relativ. Hier geht's ja auch noch weiter, ne? Ist klar. Dann kommst du hier rein. Guck mal, du kommst hier rein, hier ist die Türe. Da kannst du eine zweite Etage hoch. Muss ich überlegen. Da hätte ich hier eine kleine Küche. Kleine Sitzecke hier vielleicht so unten drunter. Kleine Küche. Dann geht's eins hoch. Halt drei, ne? Ich überlege, ob ich das ummachen könnte. Oder? Warte. Ich nehme wieder das andere. Das war das hier. Das war's. Können wir unten noch ein paar Kisten setzen, hier so Kisten, vielleicht ein Generator oder so, ne? Hier eine kleine Sitzecke ran, kleine Küche hier. Dann kommst du da vorne hoch. Kann ich? Hallo? Ich war jetzt hier? Jetzt. Okay. Vom Grunde zerteilen. Ja, ich habe da so ein, ich will den Balkon mir oben drauf packen. Einfach weil Wasser und weil schön und, ne? Ich überlege gerade, wie ich halt den Balkon mit einbauen kann. Stöcke zerteilen. Wie viele liegen denn jetzt hier? Ah, davon liegen ganz viele kleine. Das ist sehr gut. Oh ja, das hier brauchen wir auch unbedingt, ne? Unbedingt. Flugzeugtür, ey. Auch jetzt hier. Okay. Kleine Stöcke zerteilen. Deine Stöcke zerteilen. Ey, es ist halt. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich in dem Let's Play eine Base aufbaue. Ich muss sagen, Base aufbaue. Wenn man eine geile Stelle gefunden hat und da so ein bisschen eine kleine Vision hat, wie es aussehen soll. Ich freue mich jedes Mal aufs Base bauen, ne? Ja, es ist scheiße, dass man es. Das halt resettet wird, ne? Es ist halt kacke. Aber ohne Scheiß, ich find's cool. Ich find's geil. Okay. Manchmal, bis im ersten Moment ist man halt abgefuckt und denkst so, oh, Scheißdreck. Wenn man dann wieder mal so ein bisschen reinkommt ins Spiel und wieder neu anfängt, ist schon gut. Ist schon echt schön eigentlich. Also, ich muss sagen, mir gefällt's. Okay, ich mach erstmal Autocrafting an. Mal gucken, wie viele ich jetzt hier zusammenkrieg. Da liegen ja noch mehr. Ich brauche eh noch welche. Aber ich habe noch ein paar lange Stöcke hier liegen. Mach mal so drei Stück oder so, 30 Seileinheiten. Mach mal 40. 40 ist schon okay. Dann reicht das auch eine ganze Weile. Ja, und den Balkon bräuchte ich halt auch, ne, wegen Wasser einfach auch so. Wasser brauche ich halt auch. Birnjeli.
Hallo, kann ich mal? Okay. Brauche ich noch einen Baum? Lag da noch was am Baum? Nee, ich glaube nicht, ne? Der war dicht. Der war hier, da war nichts mehr. Ja, die Krone liegt noch hier. Schön, dass hier aussieht. Also Strand ist schon eine geile Idee gewesen. Ich Hunger, ja, ne? Ah, ich brauche mal was zu essen. Was bauen die denn da drin noch alles auf? Achso, die wollten ein paar Betten aufbauen und alles, dass wir hier quasi auch pennen können jetzt, ne? Dann brauche ich wieder Kühlschränke und alles. Oh Gott, das wird so eklig. Nehmen wir den hier noch. Der große bleibt ja stehen und die wachsen ja dann und nach. Wobei, wo ist denn die Grenze? Die Grenze ist da. Ja, okay, die werden wahrscheinlich dann immer Stück für Stück mal abgeholzt werden. Wenn ich dazu sehe. Der große bleibt stehen, der passt so schön da einfach. Der hat so schön, bestimmt richtig schön tiefe und dicke Wurzeln geschlagen. Der bleibt da. Der kann da bleiben. Der hat sich's verdient. Steht schon so lange. Ja, ich habe Hunger, ich esse gleich was. Die hier, die. So schön, small stairs, ja. Das kann weg. Mit dem Messer? Okay, Respekt. Da ist die unten vielleicht noch irgendwie sowas hin, aber... Achso, kann ich nicht, weil ich esse. Base Building. Zweigwand. Schießscharte. Ja, ein Fenster wäre schön. Schießscharte. Vielleicht hier noch sowas hin. Kann ich jetzt noch hier die Wände? Ja, kann ich noch eine setzen? Ach, da war es zu viel. Keine Sticks mehr. I need Sticks. Ah. Okay, hab noch Sticks. Die werden da oben bestimmt vielleicht nicht weiterbauen können, weil zu viele Blaupausen da sind. Weiß ich nicht. Okay. Ach, 6 Stück, ey. Das ist halt schon echt viel eigentlich. Jetzt kann ich die andere Baumkrone noch holen. Wo war denn die andere Baumkrone? Die war hier hinten irgendwo, ne? Da.
Stimmt, Flut, ja. Ja, kann man auch mit einbedenken, stimmt. Guter Call von Stefan. Hätte ich gar nicht so jetzt dran gedacht, aber ja, stimmt. Muss man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Geht auch dazu. Oh, das wollte ich nicht. Der noch. So. Let's go. Ich habe Schmerztabletten mit, ich habe alles dabei. Für den Fall, dass hier es Probleme gibt. So, oh, ich hab Durst. Hab ich noch? Nee. Okay. Die bauen irgendwas drin. Ich seh's. Die machen irgendwas drinne. Zwei Stöcke noch. Oh, warte. Jetzt brauche ich bloß noch die großen Stämme. Lagen hier noch welche? Ja, hier lagen noch welche. Okay. Ja, die Axt ist auch gleich broken. Ich will mal so eine Eisenaxt machen. So eine Schrottaxt. Hi. Oh, bist du fleißig? Ja. Wir auch. Was macht ihr denn? Okay. Das war zu schnell. Okay, hier sind zwei Baumkronen noch. Mal gucken, was die machen. Jetzt bin ich also neugierig, was die treiben. Und ich habe was trinken jetzt ganz dringend. Ich habe Durst. Hallo? Ach, ich habe keine Stickies bei dem hier. Ah, okay. Mal also kleine Stöcke machen. Ich habe keine Verbindung mehr zu Steam. Steam ist lost. Okay. Okay. Das passt auch. Sehr schön. Du hast erstmal Essen. Die da oben im Wald. Ah, der holt Holz bestimmt. Noch ein bisschen mehr trinken, Stück für Stück. Nur nicht den Magen überfüllen. Aber der Magen geht's okay. Hat schon schlimmer ausgesehen, der Magen. Ich höre, dass mit der Tür geht. Das muss ich jetzt gleich mal noch probieren.
4 Stickies brauche ich bitte. Ein Bett. Unterteil. Okay. Die Axt ist aber noch 1%, hat die Axt noch, alles klar. Die Axt ist gleich sowas von lost. Oder eine neue Axt. Mal gucken, ob das mit der Tür geht, wenn ich da die Treppe hochgehe, dass ich dann da die Tür benutzen kann. Oh, die haben mir noch ein Licht hingesetzt. Oh, danke. Das ist lieb. Ja, geht gut. Ist okay. Hier. Hey. Ist noch Baumstämme? Baumstämme brauche ich ja. Warum? Oh, da sind welche drin. Oh ja, Gott. Oh Gott, ich sehe es. Jippa. Du brauchst sicher noch mehr, ne? Ja, ich wollte mir gerade neue Axten machen, um es zu fällen. Kannst du sonst auch einfach eine da aus der Kiste holen? Aus welcher Kiste? In dem kleinen Haus da drüben. Ah, okay. Das macht's einfacher. Wesentlich einfacher. Okay, ein Baumstamm ist noch da. Okay, da war bloß noch einer, der fehlt. Da ist noch einer. Handwerk. Können wir... Oh, wait a second. Ich muss was probieren. Schade. Ah, danke dir. Na genau, dann geht's hier hoch so. Können wir hier vorne das off lassen auch? Nein. Oh oh. Geht das noch? Das geht doch niemals noch. Die Axt ist auch gleich komplett weg. Die Axt ist sowas von lost. Danke. Was treibt ihr denn da oben? Was habt ihr alles gebaut? Mach ich sofort. Bin ja schon neugierig, was ihr da oben treibt. So der Grundstein.
Hallo. Schönen guten Tag. Aha. So, alle anfangen. Kommt jetzt Musik. Oh Gott. Hey. Alles okay? Oh, jetzt. Genau. Das schon, du redest nicht mehr mit mir. Nee, das war, Okay. War ein Gedanken. War Radiosender aktiv. Ja, hier kann man nur erstmal ein bisschen pennen. Ah, okay. Schön. Da uns hier noch die Federn und. Ja. Das also, kommt. Also, als kleines Starter, hier kommt etwas kochen, ein bisschen was lagern. Jo, das ist doch nice, jo. Ne? Ist doch echt gut, ne? Mal bei ihm schnell hingezimmert. Ja, ist cool. Ich habe auch schon den Ansatz vom Haus so langsam. Ja? Ich muss aber kurz gucken. Ich werde es wahrscheinlich wieder fast so ähnlich. Wir müssen dem den Flammenwerfer wegnehmen. Der fackelt doch alles ab. Ach so. Ich hab's gesehen. Ja. Ich habe mein erstes Design damals auf dem Wasser eigentlich gemocht. Ich glaube, ich mache das nochmal so ähnlich. Das war ja auch nicht schlecht. Also das, Ich mache eine Abwandlung, aber so ähnlich wird es wahrscheinlich werden. Mhm. Ja. Mit einem kleinen Dachbalkon und so. Aber ja, keine drei Etagen, also auch nur so zwei und dann halt Dach. Ja. Ich will es nicht übertreiben. Hier kommt dann eine kleine Küche rein, hier unten. Dann hier eine Sitzecke. Ja. Oben dann halt Bett und Lager, ein kleines. Nur nicht übertreiben. Mhm. Sehe ich hier nicht. Und dann könnt ihr links und rechts gucken. Ich hab rechts die Treppe entfernt. Da könnt ihr auch gerne weiterbauen, das Fundament. Ja. Wenn ihr wollt. Okay, jetzt muss ich erst den Boden machen. Also Boden, Decke. Schrägstrich Decke. Ja, genau. Ja. Okay, du kommst hier hoch und hast natürlich erstmal easy peasy. Du hast, hier ein definitives Fenster. Du hast hier ein Fenster, ist klar. Hier ein Fenster, da ein Fenster. Dann würde ich wieder hier so das Tor hinmachen. Mit den großen offenen Fenstern so. Ich überlege, ich würde gerne einen Balkon haben, irgendwie zum Frühstücken, so, ne? Zum Essen. Dann kann ich halt hier nicht. Bitte? Da steht ja irgendwie im Weg, oder? Nö, alles gut, ich bin am Überlegen, wie ich es mache. Kein Faden mehr, verdammt. Das ist alles schon wieder alle. Ja, und morgen nochmal wieder was. Na
Ich stell mal ein paar Fäden her. Bei dem einen bin ich mir noch nicht sicher, also bei dem großen offenen Gate. Okay, gut. Ach, da muss ich ja wieder. Ah, ja, okay. Ich muss ja wieder Stützen einbauen, habe ich vergessen. So, da muss das hin. Ach so, du willst ja die Terrasse machen sozusagen. Hier, ja, so, ja, genau. Da muss ich ja wieder eine Stützdings einbauen, sonst geht's ja wieder nicht. Altes Spiel halt. Ja, dass man hier dann so eine kleine Tür hat hier. Dann kommst du hier auf so einen kleinen Balkon, weil die Richtung ist Sonnenuntergang und so. Habe ich mir gedacht. Ja. Und hier hast du ans Bett stehen, hier so wieder. Hier mit den großen Türen, dass du schön Luft reinlassen kannst, wenn es richtig warme Luft vom Meer kommt. Unten eine kleine Küche. Und dann vielleicht, weiß nicht, irgendwie. Vielleicht noch ein paar Kisten oder so hier und da einbauen. Wenn wir ein Gemeinschaftshaus bauen, wo dann das krasseste Zeug lagert, wie Waffen und Munition, dann brauchen wir das ja hier so nicht mehr so schlimm. Ist so, ja. Hi, Baba. Ja, Hübschen.